Also es ging damit los, dass ich nach dem Abitur nach Indien wollte für einige Zeit. Da werden sich die Eltern gefreut haben. Genau. Und dann habe ich mich aber für eine softere Version einer Auslandsreise entschieden und bin dann eben nach Italien, um Italienisch zu studieren. Dann wollte ich ursprünglich erst nach Florenz. Eine Freundin von mir ist aber nach Perugia gegangen, auf die Ausländeruniversität. Und daraus ist dann entstanden, dass ich dort jemanden kennengelernt habe, der ein Haus in der Nähe von Orvieto schon längere Zeit gepachtet hatte. Und da bin ich dann hin und dann habe ich Orvieto gesehen, habe die Gegend dort gesehen und mir war eigentlich klar, irgendwann möchte ich fester dort leben. Also ich mache mit dem Anton zusammen, wir betreiben zusammen ein kleines Weingut, ein biologisches Weingut. Und unsere Aufgabenverteilung ist eigentlich, also er kümmert sich um den Wein, er spricht mit den Weinstöcken und du sprichst mit den Personen. Genau, ich mache alles, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat. Mache auch Führungen durchs Weingut, durch den Weinberg, Degustationen, Kundenkontakte und so weiter und so fort.